Folge Nummer 6 von City Skylines und zwar mit dem Snowfall DLC und wir sind hier im BGL Berchtesgadener Land, was wir hier nacharbeiten und letztes Mal hatten wir geguckt, hier fehlt es an Personal, dafür brauchten wir hier eigentlich Dingens, wie heißt es, Leute und hin, da fehlt die Fernwärme, ne? Kann das sein, deswegen ja, aber das ist ja noch aktuell nichts im Thema sozusagen. Hier fehlt es ein bisschen am Wasser. Können wir da was machen mit Wasser? 8000, ja, würde gehen. Dann gucken wir zu, dass du noch ein Wasser kriegst, indem wir das ein paar Meter weiter bauen. Hier haben wir Arbeiterprobleme, da hinten auch. Ja, und das mit der Fernwärme ist natürlich noch offen, das ist klar, weil wir hier definitiv viel Geld brauchen. 60.000 bzw. 55.000, um das zu machen. 9.000 haben wir, das ist also noch ganz weit weg. Gut, okay, was müssen wir tun? Wir brauchen Industrie. Wenn wir Industrie brauchen, sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier Straßen hinzufügen, die in das Industriegebiet führen, beziehungsweise führen ja nicht, sondern dass wir da noch was hinzufügen. So, Straße ist da, Kreuzung ist da, also könnte man hier eine Straße reinmachen, um das hier zu machen. Dann wollen wir das mal hier loslegen, oder? Ja, würde sich jetzt so anbieten, das hier so hinzumachen, oder? Mach das mal ein bisschen weiter hier. Dann kommen wir da mit der Straße um eine Kurve, ne? So, und hier machen wir dann geschwungen. Tja, hier werden wir rauskommen. Würde ich jetzt aber nicht zu Ende bauen wollen, einfach aus dem Grund, weil das zu nah wäre dafür. Also machen wir es so. So ein Kreis ist schon okay, denke ich mal. Strom wäre egal, Wasser ist entscheidend. Wasser geht bis da. Das bedeutet, wir können ja hier definitiv noch Industrien hinzufügen. Sollten wir natürlich auch die Industrien auswählen. Ach so, wir können hier am Rand auch noch ganz viel machen, ne? Lassen wir das mal frei, dann können wir hier eine Straße reinziehen, wenn. Wenn gewünscht, Industriegebiete werden gerade gebaut. Oder können gebaut werden. Und werden auch gebaut, wie wir sehen. Also alles gut. Große Straße geht hier rüber, ist auch gut. Wird irgendwann dahin gehen. Hier haben wir schon ein schönes Wohngebiet. Welches hier irgendwie ja noch einen ganzen Streifen Grün hat, der da überhaupt nicht erschlossen ist, ne? War jetzt auch nicht so prickelnd. Da sollte man vielleicht hier nochmal einen Streifen hinzufügen, oder wie sehe ich das? Hier. Können wir doch noch bis hierhin vorziehen, oder? Und zack, da kann man noch ein paar Häuser bauen. Denke ich mal. So, Schnee kommt genug an. Da wäre noch grüne Fläche drinne dann. Würde ich jetzt hier mal gerade was wegziehen, bevor da die bauen, weil da würde ich den Kommerz nochmal hinsetzen wollen dann. Der aber gerade gar nicht gebraucht wird.
Die würde ich mal so machen. Und das würde ich noch als Fläche für den Kommerz freilassen. Alles gut, oder? 13.000 haben wir schon. Wow. Geld kommt. Das ist schon mal gut. Kommerz möchte jetzt auch tatsächlich ein paar Flächen haben. Dann können wir das ja hier gerade noch arrangieren. So. Also diese zwei Häuser da, die wären natürlich besser gewesen, wenn die nicht da gewesen wären. Naja, müssen wir mal gucken. Gut. Die neue Straße ist noch heiß. Da ist noch kein Schnee drauf gefallen. Hier kann man noch Kommerz, wenn machen. Industrie ist immer noch gefragt. Wie sieht es hier hinten mit Wasser aus? Also geht noch was. Also das geht noch. Das geht auch noch alles. Das war jetzt Wasser richtig, ne? Ja. Also die haben noch Flächen ausgewiesen hier. Hier hinten fehlt es an Wasser. Okay. Tatsache. Das ist jetzt voll doof hier. Warte mal bis dahin und dann knicken wir darüber ab. Passt, aber es hat uns jetzt gerade viel Geld gekostet, oder? Das war eigentlich Blödsinn, das zu setzen, ne? Aber jetzt ist es geschehen und fertig. Ja, 3000 plus geht da immer. Das bedeutet, wir kriegen eigentlich relativ viel Geld. Hier sind Stromprobleme aufgetaucht. Kohlekraftwerk kriegt es nicht hin, oder wie sehe ich das? Was sagt unser Budget? Ja, wer will denn da immer? Industrie will, also kriegt die Industrie gerade 10% reingedrückt. Und Kommerz nicht so, passt schon, dann geht das auch zurück. Ja. Wohngebiete haben die meisten Einnahmen. Okay, 23% von denen und 30% von denen. Hier tut sich natürlich noch nichts, ist klar. Tourismus-Einnahmen, Gewerbegebiete, 1,69 Dollar. Alles klar, und Straße kostet uns wahrscheinlich viel Geld. Kleinfahrzeuge, Großfahrzeuge, Straßenzölle, okay. Ach, Zölle haben wir noch gar nicht, brauchen wir auch nicht so wirklich. Gut, dann gehen wir mal hier rüber und dann gucken wir mal, okay, Budget wäre jetzt noch mit Strom auch erhöhbar hier. Das geht alles hier, okay. Da sind wir ja los, ne? Kredite haben wir nicht, das ist schon mal gut. Ja, da müsste man jetzt mal gucken, ne? Da sind schon schöne Zahlen hier. Was machen wir weiter? 9.000 haben wir. Was kostet denn so ein Busdepot hier? 30.000, okay. Und halt 27 die Woche. Ja, brauchen wir jetzt aber noch nicht, ne? Das muss jetzt nicht so sein. Mach das mal weg. Wo liegen unsere Probleme? Das ist die Frage. Was leuchtet denn hier so schick grün? Nicht genügend Kunden, Restaurant, große Happen. Ja, ist klar. Gebäude in gering besiedeltem Gewerbegebiet, ja. Ja, da haben die noch nicht so viel Geld für dich über. Strom ist da wieder knapp und Wasser ist hier auch noch knapp. Das heißt, die Wassermenge ist knapp. Wenn da das nicht ankommt, da ist das ja die Abdeckung. Das bedeutet, wir müssen mal hier oben noch ein
kleines bisschen Wasser mehr hinmachen. Ah, deswegen ist Wasser knapp, weil gerade hier nichts angesaugt wird, oder? Kann das sein? Weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Jetzt kommt das Rohr auf jeden Fall ins Wasser. Geht das jetzt da hinten weg? Ich glaube, es hat keinen Zusammenhang, oder? Nee, glaube ich nicht. Wasserpumpenstation. 240 die Woche. Riecht es noch daneben? Nee. Dann dahin, ne? Das Rohr angeschlossen. Mal drehen. Passt. Die ziehen gleich weg, weil sie kein Wasser haben, aber die haben kein Wasser, weil hier der tatsächlich ein Millimeter dran fehlt oder so, ne? Kann das sein? Das habe ich eben nicht gesehen. Na, das ist ja doof, ne? Jetzt haben wir viel zu viel Wasser. Nein, haben wir doch, haben wir. Ja, die 240 können wir verkraften, oder? 15.000 haben wir hier. Was haben die da für ein Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, da sind wir aber auch noch nicht so weit. Schule sind wir erst hier in Grundschule. Und da sind wir auch noch ganz schön schwach. Und da müssten wir erst eine Grundschule bauen, ne? Machen wir doch mal eine. Ein bisschen mehr Bildung wäre vielleicht sinnig. Strom ist wieder alle. Haben wir ein dickes Kraftwerk hingebaut und der Strom ist alle. Ah, da ist der Blick aber doof. Zack. Haben wir noch ein Kraftwerk, ein Windrad mehr gebaut. Kostet uns auch wieder ein paar Mark, aber jetzt haben wir genug Strom, denke ich. Wenn der Wind denn passend pfeift. Hier haben wir ein Müllproblem. Aber Müllplatz haben wir doch schon hier eingebaut, ne, oder? 48% voll. Okay, und dann irgendwann brauchen wir MVA, Müllverbrennungsanlage. Auch bei 30.000. Da müssen wir auch dran arbeiten, ne? Kriegen wir aber auch hin. Gut. Die Fernwärme ist auch noch Thema da. Jetzt ist dieses schicke Restaurant weg. Weil die keine Kunden hatten. Das ist aber auch nicht so wild. Und bei denen ist das Gleiche, ne? Ah, ist egal. Da links gibt es ein Wasserproblem. Haben wir denn hier für Wasserversorgung? Okay, da ist tatsächlich keine Leitung hier. Dann sollten die jetzt Wasser haben. Ja, sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? So, Wasser haben wir geklärt. 4.600. Läuft erstmal soweit, ne? Wohnraum wird schon wieder gefordert. Da haben wir noch Wohnraum frei. Das ist schon erledigt. Da soll eine Straße hin. Hier machen wir komplett für den Dingens Kommerz das hin. Das bedeutet, wir werden noch eine Straße bauen müssen.
Das wäre eine, zwei. Ja, wir haben das so gemacht. Zwei. Warte noch mal. Eine, zwei. Das bedeutet, hier muss eine Straße nach da rein. Darf die durchgehen? Nein, wollen wir nicht. Soll dann kurz davor aufhören, hier so. Machen wir. Wir müssen mal gerade hier umschalten, weil da drinnen wollten wir ja besser so arbeiten, ne? So ist das schon okay. Und da ist es so okay. Da haben wir das nächste Wohngebiet erschlossen. Wassertechnisch natürlich noch nicht. Machen wir mal so. Und so. Und so. Dann ist das soweit auch erschlossen. Wir haben definitiv ein Müllproblem. Aber es sollen noch Leute herziehen. Warte mal. Da nicht. Da auch nicht. Dann diese drei doch nicht. Und diese drei auch nicht. Hier wollen wir ein paar Geschäfte wieder hinmachen. Das gleiche gilt für da. Deswegen machen wir das so. Das können wir komplett so ziehen. Das machen wir grün. Und das auch. So passt's, oder? Lassen wir so. Wohnraum wird gerade geschaffen. Aber wir müssen gucken, dass wir das mit dem Müll geregelt kriegen, ne? Das ist noch gar nicht freigeschaltet. Okay, das heißt, wir brauchen einen zweiten Müllplatz irgendwann. Würde ich dann favorisieren, hier hinzumachen. Der eine ist da, ja. Hier war ja auch Industrie, ne? Er muss dahin. Zack. Haben wir das Problem schon gelöst, oder? So, dann werden die durchfahren und dann hier noch ein bisschen aufräumen, damit der Müll weg ist. Okay, Straßenreinigung, fehlt auch noch. Ist das öffentliche Transport-Hubs? Okay. Ne, die machen wir aber nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Es sind ja noch einige Sachen, die wir hier noch zu tun haben. Wir müssten eigentlich definitiv aufs Wasser, auf die Wärme warten, dass wir die da reinsetzen können. Und welche Zeichen sind hier noch? Nur die Wärme ist das, die da angezeigt wird, ist die fehlt. Polizeistation haben wir hier. Hier oben ist aber auch gerade eben wieder so ein Zeichen gewesen, dass da schlecht ist. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal geht's, oder? Schule haben wir ein bisschen was getan. Nächste müsste hier irgendwo noch reinkommen.
kriegen wir auch wenn auf Dauer hin. Aber ich würde mal sagen, das soll erstmal für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen, schreibt was rein und teilt das Video auf euren anderen Kanälen, wo ihr so guckt, um dann den anderen auch Zutritt zu diesen Videos zu gewähren. Alles klar, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.